Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück beim Community Tea Call. Heute wollen wir Block Nummer 7 zusammen häkeln, chinesisch häkeln. Und ihr seht, ich habe in der Zwischenzeit eine neue Decke angefangen. Das ist unser Garnset Jeans and Roses, auch speziell für den Community Tea Call. Und das ist ein Baumwoll-Mix-Gemisch. Auch sehr schön robust, aber trotzdem weich. Und das ist so, wie es bisher aussieht. Es hat angefangen hier mit der Farbe Lachs und ging dann über zu Grau und geht jetzt über ins Blaue. Das war unser Farnmuster zuletzt. Eine kleine Änderung seht ihr hier auch noch. Ich habe statt der linken Maschen habe ich hier nur den tunesischen Grundstich verwendet. Ich wollte einfach mal ausprobieren, wie das dann aussieht. Also wer sich fragt und interessiert als eine andere Variante für die Zwischenlinien. Das ist einfach der tunesische Grundstich. Heute häkle ich mit der Chiagu T-Spin Nadel und ich habe hier die roten Chiagu Seile dran und am Ende einen Stopper, damit wir die Maschen nicht verlieren. Und heute häkeln wir zusammen den Lettuce Stich. Ich zeige euch, wie das Ganze funktioniert. Als Basis wollen wir einfach eine Reihe im tunesischen Grundstich häkeln und wir gehen hier einfach unter die vertikale Strebe und holen uns da den Faden hoch. Also das kennt ihr schon, tunesischer Grundstich, und das machen wir jetzt für eine Reihe lang. Das gehört nicht zum Muster, das ist nur, um eine Basis zu haben. Und am Ende der Reihe gehen wir auch hier durch die letzten beiden Maschen. Drunter Faden holen und hochziehen. Und eine Luftmasche. Und dann immer durch zwei ziehen. Zwei, zwei, zwei. So sieht unsere erste Reihe aus. Bei euch wahrscheinlich ein bisschen sauberer. Ich habe mich hier schon an den Folgereihen ausprobiert. Und jetzt starten wir mit dem Lettuce Stitch Muster. Das Muster besteht aus zwei Reihen. Sie werden immer wieder wiederholt und das zeige ich euch jetzt, wie das geht. In Reihe Nummer 1 starten wir mit einem, ja, es ist so eine Art Abnahme und Zunahme gleichzeitig. Wir gehen unter die nächsten drei Maschen. Dann holen wir den Faden und ziehen diesen hoch. Schaut, dass ihr das immer ganz locker habt. Und eigentlich wäre das jetzt eine Abnahme. Wir wollen aber nicht, dass wir weniger Maschen haben. Deswegen machen wir einen Umschlag und gehen nochmals unter die drei Maschen und holen uns da den Faden durch. Mal schön locker halten und dann eine Masche im Grundstich. Das kennt ihr ja schon. Und jetzt wiederholen wir das Ganze. Einfach unter die nächsten drei. Faden hochholen. Nicht vergessen, Umschlag und nochmal drunter, damit wir ja keine Abnahme haben. Wir wollen die gleiche Anzahl der Maschen beibehalten. Alles richtig locker. Und eine Masche im Grundstich. Und nochmal unter die nächsten drei. Umschlag und nochmal unter die gleichen drei. Und eine Masche im Grundstich. Und das wiederholen wir einfach bis zum Reihenende. So sieht es inzwischen aus. Und hier zum Ende haben wir noch zwei Maschen und eine Randmasche. Und die
zwei letzten Maschen häkeln wir einfach im Grundstich. Und die Randmasche häkeln wir wie gewohnt als Randmasche. Und dann häkeln wir das Ganze zurück, wie immer. Immer zuerst eine Luftmasche und dann immer durch zwei. Hier müsst ihr natürlich aufpassen, dass ihr auch alle drei Maschen mitnehmt. Da gewöhnt man sich nach einer Weile dran und weiß dann schon, wie man praktisch die Fäden greifen muss, damit man auch alles erwischt. Also man hat es dann einfach irgendwann im Gefühl. So sieht die erste Musterreihe aus. Und jetzt häkeln wir die zweite. Und die zweite geht eigentlich genauso. Wir müssen sie nur ein bisschen versetzen. Und zwar häkeln wir zwei tunesische Grundstichmaschen. Und jetzt machen wir diese Abnahme und Zunahme unter die nächsten drei. Und damit ihr wisst, dass es richtig ist, muss die erste Masche sein, diese Schräge hier von der Diagonale. Und dann nehmen wir praktisch die in der Mitte und die Schräge von dem nächsten Dreierbündel. Dann seid ihr richtig. Hier gehen wir drunter, Umschlag und nochmal drunter. Und dann kommt in die mittlere Masche der Grundstich rein. Und dann hier wieder die erste Masche. Das ist die von der Diagonalen. Unter die drei. Hochholen, Umschlag. Und wieder unter die drei. Stich und das wiederholen wir jetzt die ganze Zeit bis ans Ende der Reihe. Und so sieht die zweite Musterreihe aus. Ja, und ihr seht, schon hier entstehen diese Diagonalen, die man sehr deutlich sehen kann. Und was wir jetzt machen, ist einfach die Musterreihe 1 und 2 die ganze Zeit wiederholen. Also das heißt, in dem Falle fangen wir wieder mit der ersten Reihe an und gehen direkt unter die nächsten drei, um unser Dreierbündel hier zu häkeln. Umschlag nicht vergessen, nochmal drunter. Und die mittlere Masche im Grundstich abhäkeln. Und das nächste Dreierbündel auch hier. Die erste Masche muss von der Diagonale sein, mittlere. Und die hier, die erste Masche vom Dreierbündel. Dann wisst ihr, dass ihr richtig seid. Mittlere im Grundstich und so weiter. Ja, wie gesagt, Musterreihe 1 und 2 wiederholen, bis das so groß ist, wie ihr wollt, oder bis in eurem Knäuel die Perle erscheint und ihr wisst, dass wir jetzt den Block abschließen müssen. Je nachdem, wie ihr arbeitet, ob ihr unser Garn nutzt oder nicht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Muster. Es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Muster. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.